Zeiten gebührt dem 650 PS starken Pikes Peak Audi. Walter Röhrl erstürmt 1987 im Monster Quattro in Rekordzeit den über 4000 Meter hohen Pikes Peak in den amerikanischen Rocky Mountains. Während das Unikat wohlbehütet in Ingolstadt parkt, startet Enthusiast Stefan Süsens beim Eifel Rally Festival mit einer detailgetreuen Replik des Flügelmonsters. Das ist einfach die Ikone von Audi. Das ist das stärkste Rallye-Auto, was je gebaut wurde. Die Faszination ist diese Wahnsinnsbeschleunigung. Das kann man für einen normalen Menschen gar nicht erklären, wie das ist. Der Wagen fährt los und ich sag mal so, ab 3.500 Touren guckst du fast den Dachhimmel an, weil das Ding dermaßen schnell vorwärts geht. Der reißt die Landschaft an einem vorbei, da kann man gar nicht gegen gucken. Von 0 auf 100 unter 3 Sekunden, also wir haben noch keine genauen Messungen gemacht, aber ich schätze es auf 2,5 Sekunden auf 100. Also das ist mit Worten nicht zu erfassen. Das Pikespeak-Auto war natürlich dann der Gipfel, weil eben mit 650 PS und Schotter reicht einfach der Allrad nicht mehr. Da muss man noch zusätzlich was erfinden und das war der Abtrieb. Und das ist ja eine sehr schnelle Strecke, wir sind teilweise 212 gefahren auf der Schotterstraße und da wirken die Doppelflügel natürlich unheimlich gut und so konnte man dort wie am Asphalt ganz eine saubere Linie fahren. Das für den normalen Menschen war das dann sehr beeindruckend. Für mich war es nur beeindruckend bei der ersten Fahrt, als ich dorthin kam und habe gesehen, dass du immer 500 Meter runtergehst, damit, oh, da solltest du ein bisschen vorsichtig sein. Aber sobald dann der Wettbewerb an ist und du sitzt im Auto, fühlt man sich unfehlbar. Heute schallt das markante Zwitschern des Pikes Peak Audi durch die Eifel. Ein eindrucksvolles Erlebnis, ob an der Strecke oder aus dem Cockpit. Auf den Geraden ist das super toll, das Ding geht vorwärts wie sonst was. Aber in den Kurven wird man doch vorsichtig dann, weil man Angst hat, das Auto wegzuschmeißen und dafür ist er dann einfach zu schade. Da sitzt ein Audi S4 Motor drin, ne? Den habe ich zum Motorenbauer hingebracht, der hat mir den auf 690 PS gebracht. Ganz zum Schluss habe ich gesagt, der macht noch nicht das richtige Geräusch, weil das Zwitschern fehlte, was die Original S1 alle gemacht haben. Und dann hat er sich ein bisschen mit dem Blow-Off-Ventil beschäftigt und seitdem haben wir das Zwitschern genauso wie beim Original. Der Pikes Peak Audi ist der brutalste Vertreter des technischen Wettrüstens der 80er Jahre. Das Reglement der sogenannten Gruppe B gewährt den Herstellern quasi Narrenfreiheit. Audi setzt als erster auf die Kombination Allradantrieb plus Turbomotor und schickt den innovativen Urquattro ins Rennen. Erster Allrad-Weltmeister wird 1983 der Finne Hannu Mikkola. Der Quattro ist relativ groß und schwer für ein Rallye-Auto, aber der Allradantrieb hat uns enorm geholfen. Außerdem setzten wir den ersten Turbomotor im Rallye-Sport ein. Der Audi hatte damals ein völlig neues Konzept. Wir waren ja 83 noch mit dem Lancia unterwegs, kompromisslos auf Sport getrimmt, extrem wendig zu fahren, gute Leistung vom Mittelmotor her und wir waren immer dann auch in der Lage, die Audis zu schlagen. Und dann kam es eben 84 zu Audi und der vierte Monte-Sieg, das ist natürlich ganz was Besonderes gewesen, auch dann mit dem Vierrad, der uns am Anfang wirklich große Probleme bereitet hatte. Von der Fahreleganz hat er mir nicht gefallen, das war ein bisschen brachial. Ich bin einer, der sagt, es gibt nur ein Geheimnis beim Autofahren, das ist so wenig wie möglich zu lenken. Wenn du es beim Audi machst, fährst du nur geradeaus. Also wenn du es nur nicht so machst, hast du überhaupt keine Reaktion. Und das war für mich am Anfang unheimlich schlimm. Allrad-Novize Röhrl geht zur Fahrschule bei einem der berüchtigsten Quattro-Quäler, dem Schweden Stig Blomqvist, Rallye-Weltmeister des Jahres 1984. Der erste Audi Quattro ist einer meiner Favoriten. Das Handling machte mir keine Schwierigkeiten, denn ich war vorher Frontantriebautos gefahren. Das ist sehr ähnlich. Für mich das perfekte Auto. Mit Allrad und Turbo gewinnt Audi zwei Fahrer- und zwei Markenweltmeistertitel. Gleich im PS Classic Mobil. Showdown auf der Schotterpiste.